kommen wir zu einem Thema, mit dem ich selbst ein bisschen hader. Und das ist die Akzeptanz, dass es hier auf dieser polaren Welt einfach nie die Abwesenheit, die vollständige Abwesenheit vom Dunklen, vom Bösen, von Manipulation, Lüge und Trug geben wird. Ich weiß, wir alle wünschen uns jetzt, gerade in diesen Zeiten, wo wir merken, dass ja gravierende Wandel auf uns zukommen, dass alles wieder ethischer, lichtvoller, liebevoller wird. Und ich hoffe auch sehr, dass es so kommt. Und gleichzeitig ist es für mich und ich denke auch für viele andere sehr schwer zu akzeptieren, dass es ein Paradies auf Erden nie geben wird. In einer polaren Welt, da gibt es hell und dunkel, Licht und Schatten, heiß und kalt, Lüge und Wahrhaftigkeit. Da wird es immer die Ausprägung beider Polen geben. Und die Erinnerungen, die wir noch haben, das sind die Erinnerungen an die spirituellen Ebenen, wo es nur das lichtvolle Prinzip gibt. Wo Liebe, Freiheit, Wahrhaftigkeit die einzigen Bewusstseinszustände sind, die es da gibt. Aber hier in der polaren Welt, die sich schon sehr weit von dem Ursprünglichen, dem Numinosen, der Quelle, wie auch immer man das nennen möchte, entfernt hat, da gibt es halt auch dieses Böse. Und das hat genauso seine Existenzberechtigung wie das Gute. Und die einzige Möglichkeit, dem zu entkommen, ist es, sich über die Polarität zu erheben, darüber hinaus zu entwickeln. Wir hatten mal hier einen Lehrer auf La Palma, der hat zu uns gesagt, es gibt kein Entrinnen. Wir können uns nur erheben. Damals wussten wir überhaupt nicht, was wir ja damit anfangen sollten. Und heute, dank der Arbeit mit Ruth Huber, wissen wir, dass es darum geht, die Bewusstseinsqualitäten wieder zu verfeinern, dass wir wieder in die wahrhaftigen spirituellen Ebenen mit unserem Bewusstsein eintauchen, was man halt durch Meditation machen kann. Und ich sage nicht, dass ich da schon irgendwo angekommen bin, ganz und gar nicht, aber es ist jetzt zum ersten Mal für mich ja, ein gefühlter Weg, der mich hier herausbringt aus dieser Polarität, auf die ich einfach gar nicht klarkomme. Und wie ich weiß, sind viele, die frisch erst inkarniert sind hier in dieser Welt, oft damit überfordert, diese Ebenen, die spirituellen und die weltlichen, auseinanderzunehmen und versuchen immer, die spirituellen Qualitäten hier auf die Erde zu bringen. Und so sinnvoll ich es finde, als Leuchtturm, als Stimmgabel zu dienen für die spirituellen Bewusstseinszustände und Qualitäten, genauso gehe ich immer mehr davon aus, dass es nicht verwirklichbar ist, dass wir hier die spirituelle Welt und damit das Paradies herbringen. Und ich meine, es hat ja alles aus einer höheren Perspektive auch seinen Sinn. Hier auf der Erde, in der polaren Welt, da haben wir halt den freien Willen und jeder kann selbst entscheiden, auf welcher Seite er stehen möchte. Und auch das hat seine Berechtigung, weil im spirituellen Raum hat das überhaupt gar keinen Platz, weil da kann man sich nicht gegen das Göttliche, gegen das Urprinzip entscheiden. Da ist das einfach vorherrschend. Und jedem, dem es ähnlich geht, der sich hier angesprochen fühlt, dem kann ich wirklich nur empfehlen, lest mal die Bücher von der Ruth Huber. Also das Hauptstandardwerk, das ich euch empfehlen würde, wäre Rückerinnerung. Bewusstsein gewinnt, wer sich erinnert. Das bietet eigentlich einen sehr, sehr guten Überblick auch über die verschiedenen Ebenen, in welchen wir uns hier befinden und was die spirituellen Ebenen sind. Und es gibt einen sehr, sehr guten Überblick. Dann habe ich hier noch Erleuchtung ist erreichbar. Ich meine, jedes Buch von Ruth ist lesenswert, aber wenn ihr anfangt, fangt vielleicht mit dem Blauen an und wenn ihr gestrandete Engel seid, also diejenigen, die noch nicht lange hier inkarniert sind und noch eine sehr hohe Erinnerung an die spirituellen Ebenen haben, die manchmal hier verzweifeln und denken, wo bin ich hier gelandet? Ich gehöre hier nicht her. Das ist ein Gedanke, der mich eigentlich seit meiner Kindheit begleitet. Lest dieses Buch, da wird genau nochmal erklärt, welches Spiel in der polaren Welt gilt und welches in den spirituellen Ebenen. Und das ist sehr, sehr wichtig als Orientierung, gerade für diejenigen, die hier mit diesem, ja, mit dem Weltgeschehen nicht klarkommen. Und ich kann nur sagen, auch wenn es sich vielleicht für manch einen komisch anhört, mein Ziel ist, hier rauszugehen. Ich habe
akzeptiert, dass hier die Polarität herrscht. Und ich möchte persönlich nicht immer wieder hier inkarnieren und dieses Spiel weiterspielen, sondern mein Ziel ist, frei zu werden, geistig frei zu werden und dann wieder selbst entscheiden zu können, ob ich hier inkarniere, woanders inkarniere oder gar nicht mehr inkarniere. Und das ist der Weg der geistigen Befreiung, den unterrichtet Ruth Huber und es ist möglich. Ja, ich habe ja ein paar Interviews mit ihr gedreht, könnt ihr gerne mal anschauen. Ich verlinke sie euch da oben. Ja, es fängt halt an, die Identifikation mit dem Körper aufzulösen und sich wieder mit den subtilen Qualitäten der spirituellen Ebenen zu verbinden. Und das kann man halt sehr gut in der Meditation üben. Und ich war nie, also mir ist Meditieren nie leicht gefallen. Allein nur die innere Ruhe zu finden, hat schon länger gedauert, bis ich das gelernt habe. Aber dann mit Ruths Anleitungen ist es einfach, du hast ein ganz großes Fass aufgegangen. Das ist überhaupt nicht langweilig. Das ist jedes Mal anders. Und das ist einfach weltenöffnend. Und ich kann nur sagen, mein Leben hat sich wirklich komplett verändert. Und ich habe zum ersten Mal die Hoffnung, dass es tatsächlich einen Weg hier raus gibt. Und das soll überhaupt keine Weltflucht sein, weil wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann gebe ich auch mein Bestes. Aber ich werde niemals meine spirituelle Freiheit über meinen Körper setzen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und ja, kommt gut durch diese sehr stürmischen Zeiten.